Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Instagram Live hier bei uns beim Vorwärts. Wir wollen heute sprechen über die anstehende Präsidentschaftsstichwahl nächste Woche in Brasilien. Da war ja der Ausgang der ersten Runde relativ knapp. Lula, der sozialdemokratische Kandidat, lag vorne, aber Jair Bolsonaro, der amtierende Präsident, war nur knapp dahinter. Jetzt stehen sich beide in der Stichwahl gegenüber. Isabel, ich glaube, jetzt bist du auch schon mit dabei. Hi, schön, dich Hallo. Zu sehen. Hörst du mich? Genau, ich höre dich sehr gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja. Ich würde dich noch einmal kurz vorstellen für all diejenigen, wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Isabel ist SPD-Bundestagsabgeordnete seit ziemlich genau einem Jahr. Und sie ist auch die einzige SPD-Abgeordnete aus Süddeutschland, die dort ein Direktmandat gewonnen hat, nämlich im schönen Mannheim hast du es letztes Jahr geschafft. Und du hast insofern auch eine besondere Beziehung zu Lateinamerika, weil du teilweise in Chile aufgewachsen bist, auch chilenische Wurzeln hast und dein Opa damals im Kabinett von Salvador Allende Wirtschaftsminister in Chile warst. Genau. Sehr Aber richtig referiert. genau, heute wollen wir aber nicht über Chile sprechen, sondern vielleicht am Rande auch noch, aber hauptsächlich natürlich über Brasilien, über die anstehende zweite Runde der Präsidentschaftswahl. Wir erwischen dich ja jetzt mitten in einer Sitzungswoche in Berlin. Hast du überhaupt gerade schon den Kopf frei für die anstehende Reise nach Brasilien oder bist du jetzt noch so mit anderen Themen beschäftigt? Ich habe noch nicht wirklich den Kopf frei. Ich werde morgen Nachmittag dann nach Mannheim fahren und dann erst anfangen, mich gedanklich auf den Flug vorzubereiten, weil hier ist gerade sehr stressig, ja. Ja. Ich habe gerade noch mal auf die aktuellen Umfragewerte geschaut. Aktuell sieht es so aus, dass Umfragen zufolge Lula auf 52% käme, Bolsonaro auf 48%, wobei es ja vor dem ersten Wahlgang noch so war, dass die Umfragewerte für Bolsonaro deutlich schlechter waren als letztendlich das Ergebnis. Wenn du das riechst oder hörst, wie schaust du dann auf die anstehende Stichwahl in 10 Tagen? Ja, also ich glaube, es gibt schon Grund, besorgt zu sein. Bolsonaro hat in der Wahl, im ersten Wahlgang deutlich über dem performt, wo man ihn gesehen hat. Wir haben das schon oft erlebt, dass Rechtspopulisten in Umfragen unterbewertet werden. Ich sag mal Donald Trump, ja. Und insofern wird das ganz enge Kiste. Was glaubst du, wie geht's aus oder traut man sich da lieber nicht, einen Tipp abzugeben? Also ich habe keine wirklich begründete Grundlage für einen Tipp. Ich bin nach wie vor aber optimistisch. Ich habe auch die Hoffnung eben, dass es klappt, aber es ist schon eng, ja. Wir sprechen ja auch deswegen, weil du gemeinsam mit zwei SPD-Bundestagskollegen, mit dem Frank Schwabe und Manuel Gava zusammen nach Brasilien reisen wirst, auch über den Wahltag da ein paar Tage verbringen wirst. Was steht da für euch eigentlich auf dem Programm? Was macht ihr dort? Wir werden eine klassische Wahlbeobachtung teilweise machen, eben uns auch die Wahllokale anschauen. Wir werden aber auch mit verschiedenen Gesprächspartnern dort vor Ort über die aktuelle Situation sprechen, mit der Partei, der Arbeiterpartei, also Lulas Partei, ja, aber auch mit Zivilgesellschaft. Ja. Und steht schon fest, wie ihr den Wahltag selber oder dann auch den Wahlabend, wenn es dann spannend wird, wenn die Ergebnisse verkündet werden, verbringen werdet? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fest. Also es hat mich zumindest noch nicht erreicht, aber also es ist ja so, dass Lula uns ja explizit gebeten hat, auch zu kommen. Also jetzt mich in meinem Fall sogar tatsächlich persönlich, aber auch die SPD gebeten hat, Vertreter zu schicken. Insofern denke ich, wird es da auch für internationale Beobachter irgendwie ein Programm geben. Ich kenne auch andere Leute, sagen wir mal, aus Politik, Thinktanks und Organisationen, die dort sein werden. Jetzt scheint sich ja auch durch euren Besuch, aber im Sommer war ja auch Lars Klingbeil schon unterwegs in Lateinamerika.
hat auch Yoga in Brasilien getroffen, war in Chile unterwegs. Man hat so den Eindruck, da ist wieder eine engere Beziehung zwischen der deutschen Sozialdemokratie und der lateinamerikanischen Sozialdemokratie. Wie wichtig ist das auch aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, gerade auch in der aktuellen Situation mit im Krieg mit der Ukraine, sag ich mal, die ganze Zeitenwende stellt uns ja auch nochmal vor der Herausforderung, auch unsere Bündnisse mit demokratischen Ländern zu stärken. Stellt uns nochmal vor Fragen, sag ich mal, der Energieversorgung, der Rohstoffgewinnung und so weiter. Aber wir brauchen eben ein starkes Bündnis jenseits, sag ich mal, von Russland und China. Und da ist Brasilien einfach ein ganz, ganz wichtiger Partner. Es ist wichtig, eines der aufstrebenden Entwicklungsländer, oder eigentlich ist ja kein Entwicklungsland mehr, Schwellenland und das größte Volkswirtschaft in Lateinamerika. Deshalb ist es, sage ich mal, auch kein Zufall, dass sich jetzt viele auch wieder verstärkt Lateinamerika widmen. Ist es vielleicht auch vor dem Hintergrund ja, besonders wichtig, da während Lulas erster Präsidentschaft, 8 Jahre lang war er ja schon mal im Amt als Präsident, Brasilien sich eher so als Teil der BRICS-Staaten gesehen hat, der Schwellenländer mit Russland, Indien und China, jetzt Brasilien eher wieder so auf die europäische westliche Seite zu ziehen quasi? Ja, und das ist tatsächlich auch Arbeit, weil Lula jetzt auch niemand ist, der sich unbedingt automatisch als Teil des westlichen Bündnisses sieht. Er wird auch versuchen, wenn er gewählt wird, sag ich mal, eine eigenständige Stellung auch zu etablieren. Er war ja hier in Deutschland letztes Jahr, und da habe ich ihn auch treffen können. Da war ich noch relativ frisch gewählt. Das war, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und da hat er schon gesagt, naja, ihr müsst mit Russland immer irgendwie das hinkriegen, da euch zu verständigen. So, ne? Also da ist jetzt nicht unbedingt unsere Sicht auf Russland dort die vorherrschende. Das muss man schon auch ganz klar so sehen. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass wir diese Beziehung eben pflegen und in diese Beziehung auch investieren, weil wenn wir es nicht tun, tun es andere, von denen wir das nicht möchten. Und dann besteht auch die Chance, dass man stärker zusammenwächst. Jetzt hat Brasilien ja aktuell mit Jair Bolsonaro einen Präsidenten, den man ja getrost als Rechtsextremisten bezeichnen kann. Viele Medien bezeichnen ihn auch so ein bisschen als den Trump der Tropen, eben weil er viele der Strategien kopiert, weil ja seine Anhänger sich auch ähnlich radikalisiert haben, auch teilweise ähnlich Fake News in sozialen Medien verbreiten. Was kann man aus deiner Sicht dagegen tun? Ganz allgemein gefragt. Wenn ich das wüsste. Also ich denke, es ist eben wichtig, also was wir tun können, ist insbesondere eben die Zivilgesellschaft, die Strukturen zu stärken, die Institutionalität zu stärken, die eben so eine demokratische Gesellschaft tragen. Also es ist auch wichtig, mit eben den anderen Parteien enge Beziehungen zu haben, also jetzt mit unseren Schwesterparteien, aber eben auch anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit der Wirtschaft und einfach klar zu machen, dass eine regelbasierte demokratische Ordnung die bessere Ordnung ist, die für alle auch zum besseren Leben führt. Und auch unseren Beitrag in Sachen zum Beispiel Freihandelsabkommen, da liegt vieles in der Europäischen Union auf dem Tisch, was einfach nicht zu Ende verhandelt wird, wo es hängt und hakt. Und ich glaube, also das Multilateralismus und Freihandel und Zusammenarbeit gut ist und Regeln gut sind und Klimaschutz gut ist für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Menschen vor Ort, das muss unsere Geschichte sein, die aber dann auch zum Tragen kommt. Und dann sind die rechtsextremen Narrative vielleicht nicht mehr so stark, auch wenn sie natürlich sich über Social Media Fake News verbreiten und das schwer ist, dagegen zu halten. Ja, ich finde es ganz interessant, wenn man sich jetzt anschaut, wer Lula alles unterstützt. Also zum Beispiel die beiden im ersten Wahlgang noch unterlegenen Kandidaten, Simone Tebet und Ciro Gomes, aber auch Lulas damaliger direkter Vorgänger mit Fernando Henrique, der damals eher noch so ein bisschen als konservativer Präsident galt. Aber eigentlich kann man ja jetzt fast schon sagen, das ist so ein bisschen Demokratie versus, ja, wie soll man sagen, Bolsonaro als Rechtsextremist mit seinen Fake News inzwischen. Ja, und das ist wiederum ein ermutigendes Zeichen. Das steht ja ein bisschen im Gegensatz zu dem, was wir in den USA beobachten,
wo sich, sage ich mal, ehemals moderat konservative oder vernünftig konservative Kräfte sich ja immer mehr dem Trumpismus, sage ich mal, öffnen und zuwenden und auf diese Fake News, Narrative über gestohlene Wahlen und so weiter komplett einlassen, ist es gut zu sehen, dass in Brasilien, sage ich mal, der vernunftbegabte Teil der Gesellschaft, auch wenn er nicht links sein mag, auf einen Präsidenten setzt, der eben auch zumindest auf sowas wie Fakten und Wahrheit und Regeln irgendwie Wert legt. Lass uns doch mal bei diesen positiven Aspekten bleiben, damit wir das Ganze nicht zu negativ einordnen. Wenn wir jetzt überlegen, wir gehen davon aus, Lula gewinnt die Wahl in 10 Tagen und wird wieder Präsident. Wenn man sich dann anschaut mit Blick auf Lateinamerika, die gewonnene Wahl in Kolumbien, die gewonnene Wahl in Chile, dann hoffentlich auch in Brasilien, kann man dann schon fast vielleicht schon wieder von so einer neuen linken Welle in Lateinamerika sprechen? Man kann davon sprechen, wobei es unterschiedliche Ausprägungen dieser linken Welle gibt. Ja, also wie gesagt, gibt es dann so Staaten wie Brasilien, auch teilweise Argentinien, die in Sachen Anbindung an den Westen, sag ich mal, Verurteilung von Russland noch nicht so 100%, sage ich mal, auf unserer Linie sind, sage ich, noch ein bisschen in der altlinken, antiamerikanischen Tradition sind. Aus gutem Grund in Lateinamerika. Ja, also die USA haben dort viel angerichtet, was, sage ich mal, auch guten Grund liefert, wie so viele Lateinamerikaner da eben sehr skeptisch auf das Land blicken. Wiederum in Kolumbien und Chile hast du eine andere Art, eine progressivere, eine linke Bewegung, die jetzt jüngere Leute, die auch ganz klar zu Menschenrechten stehen und etwas andere deswegen ja Zugang zu dem Thema haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele gemeinsame Interessen. Es gibt auch, alle haben Interesse, auch stärker in Lateinamerika zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig sind sie sich aber auch konfrontiert mit Parlamenten teilweise, wo sie keine Mehrheit haben. Das wird auch bei Lula der Fall sein, wenn er gewinnt. Insofern die Möglichkeiten auch eingeschränkt sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir zum Beispiel so ein Mercosur-Abkommen, was auf dem Tisch liegt schon lange, dann auch mit Brasilien hoffentlich an Bord, weil momentan in Bolsonaro sowas komplett abblockt, auch zu Ende verhandeln können und diese Beziehung zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika mal wieder ein bisschen neues Leben einhauchen, weil so skeptisch diese Kräfte teilweise den USA gegenüber sind, Europa hat eine andere Stellung. Also da gibt es eine große Offenheit, eine große kulturelle Nähe zu Europa. Die meisten Lateinamerikaner haben irgendeinen europäischen Pass oder Familienbeziehung nach Europa und das müssen wir auch nutzen, um diese Beziehung zu stärken. Ja, jetzt ist ja ein Teil eurer Aufgabe, sage ich mal, ja auch so ein bisschen die Beziehung zwischen der SPD und der PT, der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens, der Arbeiterpartei, zu stärken. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht auch? Jetzt war am Wochenende der Kongress der Europäischen Sozialdemokratie in Berlin. Und genau, wie wichtig ist es dann auch über Europa hinauszuschauen und beispielsweise mit Lateinamerika diese Beziehung zu vertiefen? Also ich freue mich sehr, dass es eine starke Beziehung zwischen der SPD und der PT schon eigentlich lange gibt. Also auch frühere Vorsitzende, vor allem Martin Schulz, war jemand, dem das sehr wichtig war, der auch persönlich sich sehr für Lula eingesetzt hat, als der zum Beispiel verhaftet worden ist und im Gefängnis war. Es gab auch Besuche von Lula 2020 und 2022, wo er sich mit Norbert Walter-Borjans damals und dann Olaf Scholz getroffen hat. Also da gibt es eine gute traditionelle Zusammenarbeit und die ist jetzt aber hat nochmal, glaube ich, einen neuen Schwung bekommen. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit einer argentinischen Delegation. Ich werde dann selber auch im Anschluss noch nach Chile reisen. Also da ist gerade viel los, wo die Beziehungen wieder erwachen. Und Olaf Scholz selber betont das ja eigentlich auch bei jeder Gelegenheit. Er hat Argentinien eingeladen zum G7-Gipfel damals in Elmau, hat er ja einige Schwellenländer eingeladen, sich einzubinden. Und Argentinien war eins davon. Und auch im Klimaclub, den wir ja gerade versuchen zu etablieren weltweit, könnten lateinamerikanische Länder eine wichtige Rolle spielen, weil das haben all diese linken Regierungen gemeinsam, dass das Thema Klimaschutz sehr weit oben auf der Agenda steht. Es fehlen ihnen nur teilweise die Mittel, das umzusetzen. Da wären ja sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wenn das klappt mit Lulas Wahl. Allerdings, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, gibt es auch eine extreme Spaltung in der brasilianischen Gesellschaft.
eine extreme Radikalisierung, die zum Teil auch über Brasilien hinausreicht. Also es gab zum Beispiel diesen Anschlag auf Cristina Kirchner, die Vizepräsidentin Argentiniens, von einem brasilianischen Rechtsextremisten. Ich wage es gar nicht zu sagen, aber was befürchtest du denn, wenn die Wahl nicht so ausgehen sollte, wie wir hoffen, sondern Jair Bolsonaro nochmal für 4 Jahre gewählt wird? Das wäre sehr dramatisch, weil es diese rechten, rechtsradikalen Strukturen nochmal stärken würde. Und Brasilien ist einfach die größte Volkswirtschaft Lateinamerika und deswegen blockiert es eben sehr vieles an Fortschritt, was man erzielen könnte, wenn die komplett nicht an Bord sind. Man kann natürlich trotzdem weiterarbeiten, man muss dann weiterarbeiten und drumherum arbeiten und weiter eben die Zivilgesellschaft stärken vor Ort und auf bessere Zeiten hoffen, aber auch für den Klimaschutz zählt halt auch jedes Jahr. Ich sage auch immer, alles, was wir hier tun zum Thema Klimaschutz, ja, das ist alles Makulatur und nichts wert, wenn wir es nicht schaffen, die Rodung des Regenwaldes in Brasilien zu stoppen. Und das wird mit Bolsonaro nicht ge gelingen. Ja. Der steht ja für eine andere Politik, der glaubt ja nicht mal an den Klimawandel. Insofern ist das wirklich auch für die Welt insgesamt eine sehr, sehr wichtige Wahl. Genau, das vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt denken, okay, Brasilien ist sehr weit weg. Was interessiert mich dort eigentlich die Wahl? Aber ja, Stichwort Regenwald betrifft uns ja auch ziemlich direkt, ob da jetzt weiter massenhaft wie unter Bolsonaro abgeholzt wird oder Brasilien aktiv Klimaschutz betreibt. Ja, genau so ist es. Und wir können hier sehr viel unternehmen, aber wenn wir das nicht stoppen und die Länder, also Brasilien insbesondere, aber auch andere lateinamerikanische Länder und auch andere Länder im globalen Süden dazu bewegen können, auch Klimaschutz als Aufgabe anzunehmen, auch das, sage ich mal, zu ihrem Vorteil zu gestalten, dann sind unsere Bemühungen hier ziemlich nutzlos, weil Klima ist kein nationales Thema. Ja. Jetzt zum Abschluss nochmal gefragt. Es gibt ja ein paar Stunden Zeitverschiebung zwischen Brasilien und Deutschland, aber die Wahl ist ja jetzt am 30. Oktober. Wenn du am 31. Oktober dann in São Paulo, Rio, wo auch immer du dann bist, in Brasilien aufwachst und deutsche Medien ja, online verfolgst, welche Schlagzeile würdest du dir dann wünschen über die Wahl? Ich werde in São Paulo sein und natürlich wünsche ich mir Erdrutschsieg, Lula gewinnt die Wahl in Brasilien deutlich. Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass es genauso kommt und ja, die Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien und auch zwischen der deutschen und brasilianischen Sozialdemokratie dann nochmal stärker intensiviert werden kann. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Reise nach Brasilien und eine hoffentlich gute Zeit. Und vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja, vielen Dank für euer Interesse und hoffentlich können wir ja dann noch Teil 2 machen, wenn wir das Ergebnis kennen und das Genau. Thema Lateinamerika und Brasilien weiter vertiefen. Sehr gerne. Bis dann und einen schönen Tag erstmal noch. Ja, auch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.